Elektroautos, neue Antriebe, Batterien, das sind ganz heiße Themen. Fast alle Aktien aus dem Bereich gehen zurzeit durch die Decke. Und bei uns geht es heute um zwei Aktien aus dem Sektor, die sehr beliebt sind, nämlich um BYD aus China und um Samsung SDI aus Südkorea. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Die Wahl in den USA, die ist jetzt endlich durch. Joe Biden ist der neue US-Präsident. Wobei die eigentliche Überraschung ja war, dass sich Donald Trump doch überraschend gut geschlagen hat. Deutlich besser, als prognostiziert worden ist in den meisten Umfragen vorher. Aber schlussendlich ist damit eben doch das eingetreten, was ich hier schon gesagt habe, vor 4 Monaten schon, dass Donald Trump diese Wahl nämlich sehr wahrscheinlich verliert. Und vor 2 Wochen habe ich das dann ja auch noch mal bekräftigt hier. Ich habe mir natürlich, als es sehr knapp aussah zwischenzeitlich, dann schon Gedanken gemacht, was ich Ihnen hier heute eigentlich erzählen werde, wenn Donald Trump doch noch gewinnen sollte. Hätte ich ja komplett daneben gelegen. Und eine Idee von mir war, ich könnte ja das ignorieren und ich könnte einfach behaupten, Joe Biden ist doch Präsident geworden. Und ich habe damit recht gehabt, denn wenn wir eins gelernt haben in 4 Jahren mit Donald Trump, dann das, man kann einfach irgendwas behaupten und wenn alle anderen das Gegenteil behaupten, dann ist das Fake News. Das wäre ein Riesenspaß gewesen. Man sollte sowas eigentlich viel öfter machen. Allerdings, der Plan hat natürlich einen kleinen Schönheitsfehler. Das ist die Reichweite von meinem Kanal. Die reicht für sowas noch nicht ganz aus, dass sowas dann erfolgreich wird. Und darum heute, jetzt gleich am Anfang, mein Appell an Sie: Abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Ich stelle mir für die Zukunft vor, für die nähere Zukunft so 2, 3 Millionen Abonnenten. Damit könnte ich dann endlich mal auch arbeiten, richtig. Und wir können uns hier auch gern immer vorher absprechen, wer soll der nächste Präsident werden, wer soll der nächste Bundeskanzler werden. Und den setzen wir dann auch durch und müssen uns den dann nicht mal aufoktroyieren lassen von der Lügenpresse. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, wenn Sie sich anmelden, dann bitte auch immer gleich die Glocke drücken. Die Glocke, dadurch werden Sie dann benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Kleine Omnipotenzfantasie meinerseits, so viel Zeit muss auch mal sein. Ja, Joe Biden ist der neue US-Präsident. Das hat Folgen, auch für den Elektroautosektor. Für den sind es eigentlich eher gute Nachrichten. Er will Elektroautos stärker fördern als bisher, unter anderem mit einem neuen großen Ladesäulenprogramm. Und Joe Biden will ja auch dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten. Dann aus China, da kommen auch neue gute Nachrichten für den Sektor. Da hat nämlich der Staatsrat jetzt bestätigt, dass bis 2025 mindestens jedes fünfte neu verkaufte Auto ein Elektroauto sein muss oder ein Plug-in-Hybrid oder einen Wasserstoffantrieb haben muss. Und in der EU, da werden Elektroautos sowieso gefördert, ja auch verschiedentlich mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem die Abgasnormen für die Autohersteller. Das alles ist jetzt mal ein Grund, warum die entsprechenden Aktien auch durch die Decke gehen. Der andere, noch wichtigere Grund, würde ich sagen, das ist mit Sicherheit die Kursentwicklung von Tesla, die ja spektakulär war. Und bei Tesla haben wir jetzt eben gesehen, wie das gelaufen ist. Und jetzt wollen wir natürlich alle gerne in die nächste Tesla investieren. Und sehr beliebt ist da eben BYD aus China und der Batteriehersteller Samsung SDI aus Korea. Fangen wir an mit BYD. BYD ist ein chinesischer Konzern, hat früher Handys hergestellt, Elektronikbauteile, solche Sachen, kleine Batterien dann auch irgendwann mal für Laptops und für Smartphones und solche Dinge, ist dann aber in die Autoproduktion gegangen und auch in die Produktion von großen Batterien für Stromspeicher und für Elektroautos.
BYD ist schlagartig bekannt geworden 2008. Da ist nämlich Warren Buffett eingestiegen, beziehungsweise Berkshire Hathaway für 230 Millionen Dollar. Und den Anteil von 8,25%, den haben die immer noch. Und der ist jetzt ungefähr 6 Milliarden Dollar wert. Warren Buffett hat damit seinen Einstand versechzigfacht. So macht man das also. Und was vielen Anlegern auch heute noch gefällt an BYD, erstens ist es ein chinesisches Unternehmen. Und China ist ja immer noch der größte Elektroautomarkt der Welt. Und BYD hat da eben eine gute Marktposition. Dann zweitens, es ist eben auch ein sehr gutes Unternehmen. Also es hat schon früh angefangen mit der Produktion von den Elektroautos und Elektroauto-Akkus. Hat da auch große, effiziente Kapazitäten mittlerweile. Und man hat da diese großen Visionen, die viele haben, eben auch entsprechend erfolgreich umgesetzt. Dann ist es eben ein großer integrierter E-Mobilitätskonzern auch. Also es ist in vieler Hinsicht schon da, wo andere erst noch hinkommen müssten, weil BYD eben auch elektrische Busse produziert, da sind sie sogar Weltmarktführer, dann elektrische Lastwagen, dann natürlich auch noch Gabelstapler und ganz viele solche Dinge und hat auch eine eigene Magnetschwebebahn entwickelt. Und weil sie auch selber diese Batterieproduktion haben in großem Stil und damit auch Dritte beliefern können. Und weil sie zusätzlich auch noch Halbleiter haben, Spezialmaterialien haben. Es ist also ein breit aufgestellter Technologiekonzern und Mobilitätskonzern. Und das ist die Kursentwicklung die letzten 5 Jahre, die war auch ganz hervorragend. Vor allem das, was im letzten halben Jahr passiert ist. Es hat eine Durststrecke gegeben, natürlich mal auch Mitte 2017 bis Anfang 2019. Da sind zum Beispiel Elektroautosubventionen zurückgefahren worden in China und auch der Automarkt an sich ist nicht besonders gut gelaufen. Und der Tiefpunkt war dann in der Coronavirenkrise und danach ging es aber wirklich steil aufwärts. Und in den letzten 3 Monaten, da ist dann die Aktie auch wirklich nach oben geschossen. Sie hat sich ja allein seit August noch mal fast verdreifacht. Warum der Kurssprung? Ich würde sagen, erstens, das Geschäft erholt sich zurzeit auch deutlich. Also es zeigen zum Beispiel die Zahlen zum dritten Quartal. Wir haben Umsatzwachstum gehabt von 41% zum Vorjahr und der Gewinn hat sich fast ver-15-facht auf 260 Millionen Dollar. Relativiert sich allerdings insofern, dass das Vorjahr auch wirklich schlecht war und der chinesische Automarkt zieht eben generell an. Also es ist keine Sache von BYD. Dann haben wir aber auch die Modellpolitik. Das ist der Hahn, das ist der neue Hoffnungsträger. Eine sportliche Limousine, damit kommt BYD jetzt auch ins gehobene Preissegment. Der soll auch eine Reichweite haben von über 600 Kilometern. Das ist schon noch mal besser als das, was Tesla oder NIO zum Beispiel anbieten können gerade. Und im Oktober sind 7.000 Stück verkauft worden mit steigender Tendenz jetzt. Das ist also auch ein wichtiger Grund gewesen. Aber der wichtigste Grund, würde ich sagen, das ist sehr wahrscheinlich einfach das Sentiment. Wir haben jetzt einfach sehr viel Euphorie für den Elektroautosektor. Es kommt ja auch jede Woche irgendwo ein neuer Elektroautobauer an die Börse, wird dann auch mindestens mit ein paar Milliarden bewertet gleich. Und die Aktien von den etablierten Elektroautobauern, die sind natürlich auch stark gestiegen. Ist aber eben nicht ungefährlich, ist auch im Fall von BYD nicht ungefährlich. BYD hat jetzt einen Börsenwert von 61 Milliarden Euro. Ich habe auch schon oft gelesen in letzter Zeit, BYD ist ungefähr 20 Milliarden Euro wert. Wäre ja noch relativ moderat, liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Leute immer nur die Aktien in Hongkong sehen und damit rechnen sie dann den Börsenwert aus. Aber 66% von BYD sind eben an der Börse in Shenzhen gelistet. Und die sollte man aber auch nicht vergessen. Und damit haben wir eben einen Börsenwert von 61 Milliarden Euro. Und sind damit auch schon wieder 20 Milliarden über dem Börsenwert von BMW. Wir sind 10 Milliarden über dem Börsenwert von Daimler. Und sind auch nur noch ganz knapp damit unter dem Börsenwert von Volkswagen, dem größten Autohersteller der Welt. Und da stellt sich natürlich auch wieder mal die Frage, ist das denn nachhaltig? Was die meisten Anleger besonders interessant finden bei BYD, das ist der Batteriebereich.
Da arbeitet BYD ja mit Daimler zusammen. Sie beliefern Ford auch unter anderem. Und es gibt jetzt ja auch die neue Blade Battery, die auch im Hahn eingebaut ist, die sehr robust sein soll, die eine sehr hohe Energiedichte haben soll. Man darf jetzt aber diesen Batteriebereich auch nicht überschätzen. Wir haben hier den Umsatzanteil der Sparten im ersten Halbjahr. 52% sind Autos und Fahrzeuge. 40% interessanterweise sind immer noch diese ganzen Smartphone-Teile, Auftragsfertigungen, solche Sachen. Und nur 8% vom Umsatz sind aus der Batteriesparte gekommen. Das heißt, entweder muss die Batteriesparte jetzt noch massiv wachsen, oder aber wir müssen BYD erstmal und in erster Linie einfach nur als Autobauer betrachten. Und über die Hälfte der verkauften Autos sind übrigens noch Benziner, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Also von wegen hier ein lupenreiner Elektroautobauer aus China. Wir haben außerdem einen scharfen Wettbewerb, der wird auch immer schärfer. Wir haben in China massive Überkapazitäten mittlerweile in der Elektroautoproduktion. Es gibt 400 reine Elektroautobauer und Entwickler. Und das sind jetzt noch nicht mal die, die mir besonders Sorgen machen, sondern am meisten Sorgen machen mir da etablierte Konkurrenten. Konkurrenten wie Tesla, Konkurrenten wie eigentlich jeder große Autobauer, die ja alle neue Modelle auf den Markt bringen. Jetzt sowohl die inländischen als auch die ausländischen. Und BYD ist im Vergleich zu denen eben auch kein Riese, sondern sie haben jetzt im Oktober 50.000 Autos verkauft. Damit sind sie eher mittelgroß, allenfalls. Und damit langer Rede, kurzer Sinn: So ein Börsenwert und ein KGV von 115 ist in so einer Situation, ich meine, man kann es vielleicht irgendwie begründen, aber es ist schon sehr, sehr ambitioniert. Soll nicht heißen, dass die Aktie jetzt in den nächsten Monaten nicht noch weiter steigt. Vielleicht steigt sie sogar deutlich. In der Marktlage ist vieles möglich. Aber wenn man jetzt kein Trader ist und wenn man jetzt nicht absolut überzeugt ist von dem, was BYD macht, dann ist die Aktie meiner Meinung nach jetzt wirklich nicht mehr so bestechend. Es gibt eben auch die reale Gefahr, dass das Ganze jetzt mal irgendwann mal deutlich korrigiert, wenn mal die Nachrichtenlage nicht mehr so gut ist, wie sie momentan ist. Werf mal lieber noch einen Blick auf Samsung SDI. Aber vorher kurz noch ein Hinweis. Ich habe noch eine dritte Aktie aus dem E-Mobilitätssektor. Die ist auch aus Asien, die ist auch ganz interessant. Und im Gegensatz zu BYD ist sie eben auch nicht wirklich teuer momentan. Es tut sich da momentan also möglicherweise eine schöne Einstiegschance auf. Und diese Aktie, die wird im Detail besprochen in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports, die sind für Sie gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Nicht vergessen, der Report geht morgen raus. Der Anmeldelink ist hier nochmal unter dem Beitrag. Okay, aber jetzt zu Samsung SDI nochmal. Koreanische Aktie, auch sehr beliebt. Ein Unternehmen, von dem man viel hört und in der Regel aber wenig weiß. Es ist im Gegensatz zu BYD jetzt eben kein breit aufgestellter E-Mobilitätskonzern, sondern Samsung SDI ist stark fokussiert auf Batterien und auf Stromspeicher. Und da sind sie inzwischen weltweit der viertgrößte Hersteller und eben einer auch von diesen koreanischen Stromspeichergiganten neben LG Chem und SK Innovation. Südkorea ist damit auch wirklich neben China eines der ganz großen Produzentenländer in dem Bereich. Früher war Samsung SDI breit aufgestellt, ein breit aufgestellter Chemiekonzern. Ein Großteil davon ist aber abgespalten und ausgegliedert worden. Sie konzentrieren sich jetzt ganz stark auf Batterien und haben dann noch ein paar Hightech-Komponenten und so Sachen wie Flüssigkeiten, Spezialflüssigkeiten für Displays und sowas. Der Batteriebereich sind allerdings 75% vom Umsatz. Kursentwicklung auch hier sehr dynamisch, nicht ganz so dynamisch vielleicht wie BYD, aber auch da geht es stramm aufwärts hier in den letzten 5 Jahren. Und wir haben da auch in den letzten Tagen ein neues Rekordhoch gehabt, sowohl in Euro als auch in koreanischen Won. Das KGV liegt ungefähr bei 58 auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird, also auch nicht mehr ganz billig. Wenn man was hört über Samsung SDI, dann sind das meistens so kleine, kurz gefasste Erfolgsmeldungen. So,
Lieferabkommen mit BMW oder mit Audi, solche Sachen. Worüber wenig berichtet wird, das ist, dass das alles auch für die gar nicht so einfach ist mit den Akkus für Elektroautos. Also Samsung SDI hat sehr viel investieren müssen da in die Forschung und in die Produktionskapazität. 2016 waren sie netto noch schuldenfrei, aber jetzt ist das Verhältnis Netto-Schulden zum Eigenkapital auch schon wieder stark angewachsen. Wächst jedes Jahr, ist jetzt bei 20% vom Eigenkapital. Die sind damit nicht überschuldet, um Gottes Willen. Und ein Vorteil ist ja auch, dass hinter Samsung SDI die Samsung-Gruppe steckt, also ein riesiges Konglomerat. Das bietet auch eine gewisse Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz. Außerdem, es wird relativ oft der Eindruck vermittelt, Samsung SDI verdient mit den Elektroauto-Batterien irre Geld. Aber Pustekuchen, stimmt überhaupt nicht. Also diese Großbatteriensparte, die ist überhaupt jetzt im dritten Quartal erstmals überhaupt in die Gewinnzone gekommen. Die war vorher jahrelang hochdefizitär. Sie haben also damit bis jetzt kein Geld verdient. Womit sie Geld verdient haben, das waren eben irreführenderweise für viele. Das waren eben auch Kleinbatterien für Akkus und Smartphones und solche Dinge. Also ein ganz anderes Geschäft. Aber es ist natürlich trotzdem positiv, dass jetzt diese Autobatteriesparte eben auch profitabel ist. Und jetzt sind eben auch die Kapazitäten da. Jetzt ist Samsung SDI eben auch ein effizienter Massenhersteller. Das dritte Quartal war auch insgesamt gut. Also wir haben da einen Umsatz gehabt, der zum Vorjahr um 20% gestiegen ist. Der operative Gewinn ist um 62% gestiegen. Das heißt, der Gewinn wird dieses Jahr wohl auch im Gesamtjahr steigen, trotz Coronavirenkrise. Und nächstes Jahr könnte er nochmal deutlich steigen. Gerade bei den Elektroauto-Akkus ist natürlich viel Potenzial jetzt da, wenn die in den schwarzen Zahlen bleiben. Und wenn man da ist, die Profitabilität noch weiter steigen kann, dann haben wir da einen gewissen Hebel, dann wird der Konzerngewinn sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal spürbar nach oben gehen. Wie gesagt, auch diese Aktie ist nicht mehr ganz billig, aber ich sehe da eine ganz gute Chance in den nächsten Jahren, dass Samsung SDI in diese hohe Bewertung da doch noch reinwächst. Ich sehe das zumindest eher momentan, als ich es bei BYD sehe. Bei BYD würde ich sagen, die Bewertung ist zu hoch im Moment. Bei Samsung SDI ist sie vielleicht noch halbwegs angemessen. Kann aber auch da Enttäuschungen geben, natürlich. Also auch im reinen Batteriegeschäft wächst natürlich der Wettbewerb. Es gibt neue Hersteller, die auch groß einsteigen wollen momentan. Es gibt auch viele Neuentwicklungen. Es wird viel geforscht. Das ist ein wahnsinnig spannender Sektor zurzeit. Also es kann gut sein, dass wir in 10 Jahren völlig andere Batterien haben von der technischen Seite her, als wir sie heute haben. Und Samsung SDI selber ist da auch gut dabei. Also sie sollen zum Beispiel bei den Feststoffbatterien schon relativ weit sind. Es sind auch Dinge, die wir hier beobachten werden, natürlich in Zukunft auf dem Kanal. Aber zumindest für die nächsten Jahre, da hat Samsung SDI wirklich große Vorteile, dadurch, dass sie jetzt Massenproduzent sind, dadurch, dass sie jetzt große Kapazitäten haben und dadurch, dass sie eine Produktion haben, die eben ist, effizient ist und auch kostengünstig. Da ist Samsung SDI auf jeden Fall vorne mit dabei. Gut, das war's zu den beiden Aktien. Und die dritte Aktie aus dem Sektor, wie gesagt, aus dem Batteriesektor, die gibt es morgen im Zukunftsmärkte-Report. Also anmelden, der Link dafür ist hier unter dem Beitrag, wie gesagt. Und sollten Sie jetzt sagen, naja, mich bei einem Gratisdienst anmelden, so weit bin ich noch nicht, mental oder wie auch immer, dann wenigstens, wie gesagt, den Kanal abonnieren. Ich brauche ja noch die 2 Millionen Abonnenten. Nächstes Jahr ist schon Bundestagswahl. In diesem Sinne, bis bald. Danke fürs Zuschauen.